Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Club Championships. Ihr seht es schon, ich habe ein bisschen weiter gespielt, mein Name steht jetzt auch drin, also Dina Sanfield, wenn ihr mich adden wollt. Ein paar haben mich auch schon geaddet, ich bin jetzt schon Level 7. Wie gesagt, ich habe ein bisschen weiter gespielt, damit wir mal mehr Parcours zur Auswahl bekommen. Speed habe ich aktuell auf 3, Strength, also die Stärke auf 4. Das sind die Punkte, die ich verteilt habe. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir Golden Game mal putzen. So, das machen wir jetzt. Das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Ja, ihr seht jetzt erstmal, seine Stimmung ist gar nicht gut. Übrigens, ja, ich weiß, das Pferd ist eigentlich eine Stute. Aber ich glaube, das wird hier im Spiel nicht angezeigt. Und ich wollte ihn eigentlich als Hengst erstellen, habe es aber versaut letzte Folge. Er ist trotzdem ein Er. So, Seite 1. Wenn wir jetzt die Seite wechseln wollen, also hier können wir übrigens auch die Kameraeinstellungen so ein bisschen drehen, dass wir auch nach oben und unter dem Bauch gut drankommen. Wenn wir jetzt auf die andere Seite wollen, dann gehen wir hier drauf. Oh, Popo mal von hinten. So und rum. Hoppala. Das war jetzt ein bisschen schnell. Und dann sind wir schon auf der anderen Seite. So, ihr seht es, jetzt ist er ein bisschen sauberer und seine Stimmung ist auch gleich ein kleines bisschen besser. Er lässt nicht mehr so den Kopf hängen. Ja. Und er guckt schon wieder ein bisschen fröhlicher aus der Wäsche. So, Kamera mal wieder ein bisschen hochdrehen. Rücken. Hopp. So, hier hinten auch rum. Vorne putze ich eigentlich nie. Ich weiß nicht mal warum. Das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Ja, weil so geht es nämlich auch recht flott. Hier oben seht ihr übrigens auch die Zufriedenheitsanzeige. Weiter geht es nochmal mit so einem Tuch. Das wird jetzt richtig auf Hochglanz poliert. Sowas kenne ich eigentlich eher so als... Kennt ihr diese Lammfellhandschuhe? Die sind voll cool. Damit kann man so den ganz feinen Dreck nochmal vom Pferd runternehmen. Da glänzt wirklich das Fell ultra, wenn man danach damit drüber gegangen ist. Es sei denn natürlich, da sitzt noch viel Staub drin, dann ist klar, dann glänzt es natürlich nicht. So, übrigens, wenn ihr die Pflege abgeschlossen habt mit einem dieser Utensilien, Werkzeuge in Anführungsstrichen, vom Putzzeug, dann leuchtet das hier unten so golden, dann seht ihr, okay, ich bin fertig damit. Ja. Mit dem Schwamm ist für den Kopf. Interessanterweise für den ganzen Kopf. Eigentlich ist er ja eher fürs Maul gedacht, aber okay. Ach, da sind wir auch schon fertig. So, Hufe. Einmal hier den Dreck raus. Zack. Nächster Huf, da gehen wir auch mal auf die Pfeiltasten an der Seite. Und switchen dann damit durch. Oder jetzt eben nach hinten, weil wir nach hinten wollen. Halt die Maustaste gedrückt beim Putzen. Das ist bei jedem Putzutensil wichtig. Immer die Maustaste gedrückt halten und dann bewegen. So, das war auch schon das. Und zum Schluss noch die Mähne und der Schweif. Das muss natürlich auch noch ordentlich aussehen. Ihr seht ja, es sieht hier total verfilzt aus. So, jetzt wird es doch schon wieder besser. Nicht gut, aber besser. So, hier. So wird das doch. Und ihr seht eben immer schön mit jedem Schritt... Lässt das Pferd den Kopf weniger hängen und ist generell so ein bisschen aufgeweckter, zufriedener, neugieriger. Das finde ich sehr schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Das haben sie wirklich 1:1 auch damals aus dem runterladbaren Spiel übernommen. Ich finde auch nach wie vor, dafür, dass das hier nur ein Facebook-Spiel ist, finde ich das echt gut gemacht. Also das ist schon... Ich hab übrigens jetzt mal geschaut, was man bekommt fürs Subscriben, also wenn man hier was spendet. Das sind 10 Dollar, die man spenden kann, monatlich. Die man dann bezahlt, wenn man diesen Premium-Rider-Status haben möchte. Ist aber, man bekommt eben einen Bonus, die Leiste unten, die Energieleiste füllt sich schneller. Man bekommt mehr Social-Tickets, ich glaube auch mehr Erfahrungspunkte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und man kann sein Pferd kostenlos putzen lassen, dann muss man selber das hier nicht mehr machen. Ist zwar nett, aber ich muss sagen... Dafür finde ich 10 Dollar zu teuer. Und ich glaube, auch das ist so ein bisschen der Denkfehler, weshalb das Team so, als glitzert das hier oben alles. Unser Pferd ist wieder glücklich und zufrieden. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Grund, weshalb das Team so wenige Subscriber nur hat. Wenn es ein bisschen günstiger wäre, die Hälfte oder sowas. Ich glaube, dann würden es tatsächlich mehr machen. So, wie lange nehme ich schon auf? 5 Minuten. Das heißt, wir können noch ein paar Turnierchen reiten. Vielleicht schaffen wir sogar noch ein weiteres Level-Up.
An Parcoursbau möchte ich mich auch noch dran begeben, auf jeden Fall, definitiv. Das macht nämlich sehr viel Spaß, wie ich finde. Das habe ich ja schon mal in dem Angezockt gezeigt, in dem alten. Aber ich möchte jetzt gerne erstmal noch ein paar Turniere reiten. Erstmal höher kommen, vor allen Dingen mit dem Stand, den wir aktuell haben, was Geld und Diamanten angeht, können wir selber noch nicht so viel machen. Weil Hindernisse und Deko müssen wir nämlich mit Diamanten und Münzen bezahlen. Was ist das hier eigentlich? Skill Tickets used for entering the weekly showdown. Ah, okay. Ach Gott, jetzt dauert das schon wieder so ewig lang. Ich habe vorhin schon mal, als ich noch das letzte Level gemacht habe, hier von Level 6 auf Level 7, habe ich so ewig lang warten müssen, bis ich einmal einen Gegner gefunden hatte, aber jetzt habe ich jemanden. Und oh mein Gott, 56. Und es ist ein One Direction Fan. Es ist Liam, Louis, Harry. Oh. Da mag aber jemand Niall nicht und Zayn wohl auch nicht. Ja gut, Zayn gehört ja sowieso nicht mehr dazu. Aber auf jeden Fall Louis als Profilbild. Ach, das war's schon. You lost. Oh, wir waren zu langsam. Egal. Macht nichts. Direkt nochmal. Bitte diesmal schneller einen Gegner finden. Guck mal da. Da denkt man an nichts Böses und findet erstmal einen Directioner. Das gibt's doch nicht hier. I'm looking for opponent. Looking for opponent. Da 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 da. Geht's jetzt auch mal schneller hier oder was? Du mit einem blöden Funkturm. Expanding Search, ja. Erweitere mal die Suche hier. Frage ich mich sowieso, was ist denn die erste Suche? In welchem Bereich? Sucht er jetzt vielleicht weltweit und vorher eben nur, was weiß ich, Europa? Eurasien? Ich weiß es nicht. Komm, das geht alles von unserer Aufnahmezeit ab hier. Wir sind schon bei 7,5 Minuten. Mensch. Frechheit. Mama, komm schon. Jawohl. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Videos auch so groß werden. Oh, hier ist aber schön gemacht. Okay, jetzt muss ich hier weiter. Diese Ochse, die sind noch relativ kompliziert für mich. Aber ich habe meinen letzten Punkt deswegen extra in Strength gesetzt, damit ich einfach ein bisschen höher springe mit ihm. Ja doch, man merkt schon eine deutliche Verbesserung. Was mache ich denn hier? Oh. Ja, Heartbreak. Nicht Handbrake. Aber guck mal, fast aus dem Stand noch drüber. Aber das hat uns natürlich jetzt ultra Zeit gekostet. Ärgerlich. Und noch der Wassergraben. Und das hier ist dann, glaube ich, der letzte. Ja. Ja, schade. Schade, macht nichts. Weiter geht's. Aber ich kann euch immerhin schon mal ein paar mehr Parcours zeigen. Das ist auch schon mal was wert. Warum braucht er denn so lange? Eigentlich sucht er überhaupt nicht so lange. Das nervt mich total. Übrigens, mich würde mal interessieren, die letzte Folge, es sind natürlich jede Menge Likes gekommen, klar. Aber es sind auch einige Dislikes gekommen. Mich würde mal interessieren, falls jetzt einer von denen zuguckt, die gedisliked haben. Mich würde da mal interessieren, gefällt euch das nicht, wie ich das mache? Gefällt euch das Spiel nicht? Schreibt einfach mal rein, was euch nicht gefallen hat, damit ich weiß, woran es liegt und ob ich vielleicht was verbessern kann, gegebenenfalls. Übrigens, ich habe jetzt hier die Spielmusik, die Original... Also Level 60? Die originale Spielmusik drin. Was findet ihr denn besser? Soll ich die Spielmusik drin lassen? Also hier hat man jetzt gerade gar keine. Aber im Menü, oder soll ich... Nein. Ach, komm schon. Oder soll ich wieder eigene Musik reinmachen? Das könnt ihr entscheiden. Da sitzt ihr wieder am längeren Hebel. Mir ist es im Endeffekt egal. Ich gehe da auf eure Wünsche ein und ihr könnt mir sagen, was ihr möchtet. Das Einzige, was ich eben nicht reinpacken kann, ist aktuelle Musik, irgendwie die, alles, was im Radio läuft. Das geht eben nicht aus rechtlichen Gründen. Aber ihr wisst schon, so wie bei Horsehaven eben. Tja, naja. Ein paar können wir noch machen.
Sucht er wieder so lang? Ach, da unten, da hat sich gerade wieder so ein kleines bisschen was gefüllt. Also ich muss schon sagen, diese Energieanzeige, die geht auch recht schnell wieder hoch. Also da kann man jetzt nicht unbedingt meckern. 48 von 100 haben wir jetzt gerade. Warte mal, ich will jetzt mal fix schauen, wie viel fehlt uns denn fürs nächste... Ach du Schande. Haha, 500. Ein Sieg wäre jetzt mal ganz cool. Ich bräuchte jetzt mal ein paar niedriger levelige Gegner. Vielleicht ist ja auch Opponent, looking for Opponent, ist ja vielleicht auch jemand in meinem Bereich. Und die erweiterte Suche vielleicht auch Leute mit höherem Level. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier so einen Agility-Parcours. Denn auch die gibt es. Hier muss ich nicht springen. Hier muss ich einfach nur Wendigkeit unter Beweis stellen und darf eigentlich nicht die Hütchen umreichen, was ich gerade eben schon getan habe. Jetzt geht's hier hinten weiter. Oh Gott, jetzt haben wir hier noch Pole-Bending drin. Solche Übungen gibt's ja auch, solche Wettkämpfe gibt's ja auch in echt. Ich habe da jetzt neulich ein Video gesehen auf Facebook. Das hatte mir die Mandy, also Alicia Snowdaughter, geteilt. Da hat das eine mit einem blinden Pferd gemacht. Das war doch sehr beeindruckend, was da für ein Vertrauen herrschen muss, dass das so funktioniert. Krass, also da habe ich echt Respekt vor. Bitte jetzt hier, komm! Nehme schon wieder fast 12 Minuten auf. Aber wir haben noch 30 von 100. Da geht noch was, da geht noch was. Also ich werde jetzt übrigens echt schauen, dass ich mal so ein bisschen weiterspiele, wenn ich dazu komme, auch außerhalb der Aufnahmen. Damit ich euch eben auch mehr zeigen kann, mehr Fortschritt. Ansonsten hoppeln wir ewig lange mal auf denselben Parcours rum. Wenn ihr jetzt sagt, was, wenn du doch schon spielst, wenn du dazu kommst, warum nimmst du dann nicht auch auf? Also es ist immer so ein bisschen die Sache, dass ich auch gucke, dass ich nicht zu viele Videos am Tag raushaue. Genau, das ist jetzt unser letztes. Weil ich habe ja auch als unregelmäßiges Projekt noch Overwatch auf dem Kanal. Und da gucke ich einfach immer, dass sich das so ein bisschen abwechselt und ich jetzt nicht zu viele Videos rausbringe. Weil ich habe ja auch manche Tage, an denen es ein bisschen krasser ist von der Menge. Dann hat Fabi vielleicht auch manchmal mehr. Aber ich kann euch sagen, nicht ab nächster Woche, aber ab danach der Woche möchte ich Riding Club Championships regelmäßiger bringen und dann auch in den Uploadplan aufnehmen. Ihr dürft also schon mal gespannt sein. Und postet doch mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Yay! Wir waren deutlich langsamer, aber ein neuer Rekord. Woohoo! So, was ich mal noch zeigen sollte, ist der Paddock. Das machen wir jetzt mal gerade noch. So sieht der Paddock aus. So sieht der Paddock aus. Der Paddock sieht so aus. Da haben wir einfach hier so ein paar Hindernisse stehen, verschiedenste Arten. Yay, wir sind drüber gekommen. Ich weiß gerade gar nicht, liegen hier auch schon mal so Geschenke rum? Oder war das nur ein Tutorial in der Einführung? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, hier liegt so weit, dass gar nichts rum. Also, was ihr dann hoppala, hier eben machen könnt, ist ein bisschen üben. Mehr ist es im Endeffekt aber nicht. Also das ist eigentlich hier schon alles zum Paddock. Doch, da hinten liegt tatsächlich ein Geschenk rum. Dann reiten wir da mal hin, gucken wir mal, was da drin ist. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin sein kann. Och komm, Mensch, ich brauche hier mal ein bisschen mehr Ausdauer. Das muss ich, ich glaube, das gilt ich als nächstes. Ha, 40 Coins. Ja, sehr cool. Leaf Paddock. Ach, du Schande, das geht... Ah, das nimmt auch Energie weg. Okay, ist natürlich doof. Gut, ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal wieder für heute von euch. Vielleicht können wir in der nächsten Folge schon mal noch ein bisschen shoppen gehen. Ist ja natürlich auch mal ganz interessant. Schauen wir einfach mal. Bis dahin verabschiede ich mich. Ich schaue, dass ich... Vielleicht schaffe ich Sonntag nochmal eine Folge. Muss ich schauen. Das wird sich zeigen, ob ich das zeitlich alles unterbekomme. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal, bevor es übernächste Woche regelmäßig kommt. Das verspreche ich euch auf jeden Fall hundertprozentig. Also, Lieben, macht's gut, habt einen schönen Tag, kommt gut ins Wochenende. Tschüss!